Just how I like it. Gestern waren wir in Georgetown an der amerikanischen Grenze und mein Vlogging-Game war weak. Ich hatte so ein, zwei gute Aufnahmen, aber es hat nicht für einen guten Vlog gereicht, deswegen bringe ich das heute so mittelmäßig mit unter. Wir fahren heute gebe ich 110%. Wir fahren gleich zu Costco und kaufen ein paar Sachen ein. Und während wir uns auf den Weg machen, kriegt ihr die Aufnahmen von gestern zu sehen. Bisschen Cinematic und so. Bis gleich. Und natürlich habe ich meine Jogginghose mitgenommen. Ich will nicht, dass Leute hier denken, ich hätte Kontrolle über mein Leben. Jackpot. Die Wetterprognosen sagen, dass es eigentlich nicht einen einzigen Tag unter 14 Grad werden sollte. Manchmal sogar 18 Grad. Besser wird's nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Das ist die Moosehead Brauerei der Olens. Daneben die Irving Paper Mill, Number 1. Und da ist die Number 2. Das da hinten ist übrigens der Irving Tower, die St. John Version des Trump Towers. Und da sitzt der Irving Group. That's something that I find very, very irritating. A pharmacy in a wholesale store, that's... Okay, das war die volle Walmart-Costco-Experience.
alles da ist gigantisch. Die Verkaufsfläche natürlich, aber auch die ganzen Packungen. Chips werden hier in Grillkohlesäcken verkauft. Und ja, unter der Salami ist tatsächlich noch eine Pizza. This is, yeah, okay, this is like Canadian style pizza. Yeah, okay. Very much. Like olives, hamburger meat, it is, or. Yeah. And. It's a raw meat, isn't it? Raw meat pizza? Well, it's bacon, salami, green pepper, olives, and cheese. So, wir haben gerade unseren Growler abgeholt von der Foghorn Brewery, eine lokale Brauerei. Und das sind jetzt 64 Ounces, die wir im Privatgebrauch verbrauchen können. Okay, wir sind gerade aus der Foghorn Brewery wiedergekommen und ich fahre gleich zu einer Kunstausstellung in einer der elitärsten Schulen in nicht nur Kanada, sondern ganz Amerika. Und ich weiß nicht, aber spätestens jetzt sollte ich die hier vielleicht loswerden. Wir sehen uns da. Das ist auch sponsored by Irving, oder? Ja. So wie alles hier. Ja. Das ist schon ein Running Gag mittlerweile. Ja.